Das DSDS-Casting startet direkt mit einem Wiedersehen für die RTL-Zuschauer. Heute Abend fiel der Startschuss für die finale Staffel der Castingshow. Ein letztes Mal sucht Pop-Titan Dieter Bohlen gemeinsam mit seiner Jury nach dem größten Gesangstalent Deutschlands. Die erste Folge startet direkt mit ein paar starken Kandidaten, darunter auch Susanna Okunowski. Aufmerksamen TV-Fans könnte die Beauty eventuell bekannt vorkommen. In ihrem Einspieler verrät die 30-Jährige, dass sie ziemlich gute Karten hat. Denn sie macht schon ihr Leben lang Musik und ist außerdem Schauspielerin. Susanna hatte schon kleine Rollen in Fuck You Goethe, Alles was zählt und GZSZ, in der Daily war sie sogar über einen längeren Zeitraum zu sehen. Hier spielte die Berlinerin die Figur Lea Reibnitz über 33 Folgen hinweg. Trotzdem gibt die Schönheit zu, auf meinen großen Durchbruch im Schauspiel warte ich noch. Doch wie hat sie sich am Ende beim DSDS-Casting geschlagen? Schon mit ihrem Erscheinungsbild konnte Susanna bei Pietro Lombardi, 30, und Co. punkten. Auch ihre Performance überzeugte die Jury, sie performte ihre eigene Version von Bohlens Hit Cherry, Cherry, Lady. Dieter schwärmte hinterher. Ich werde den Text sofort umschreiben in Sexy, Sexy, Lady. Auch Katja Krasavitsch, 26, war hin und weg. Das klang mega sexy und du siehst ja auch so gut aus. Wenig überraschend ergatterte die Granate einen Recall-Zettel. We'll be right back.